Dieser Podcast wird dir präsentiert von den Oberösterreichischen Nachrichten. Link zu Abo-Möglichkeiten findest du in den Shownotes. Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel. Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Hallo, ich bin's, Daniela, und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das ganz große Thema Ernährung. Ein Thema, das was bei mir gefühlt schon ewig auf meinem Programm ist, weil ich war immer ums Gspirn zu viel. Ganz kurz sogar mal wirklich stark übergewichtig, nämlich nach meiner Stillzeit. Und es gibt gefühlt nichts, was ich noch nicht ausprobiert hätte. Deshalb also auch das Thema, welches mir wirklich triggert, weil Ernährung und Wechseljahre, hört man ja dann gleich einmal, puh, in den Wechseljahren nimmst sowieso gleich mal gefühlt 10 Kilo zu und nie wieder ab. Du musst dann sowieso 500 Kalorien weniger am Tag essen, wenn du nicht explodieren möchtest. Und auch wenn es dir bisher leicht gefallen ist, abzunehmen, mit den Wechseljahren ist es hundertprozentig vorbei. Darum ist mir wichtig, dieses Thema heute mit Ernährungsexpertin und Mentaltrainerin Katharina Kühtreiber zu besprechen. Katharina, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ja, vielen lieben Dank, Daniela, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Katharina, du sagst, dass es mit Female Food Freedom deine Mission ist, Frauen zu zeigen, dass sie viel mehr als die Zahl auf der Waage oder eine Konfektionsgröße sind. Du bist eben Ernährungsberaterin und das habe ich sehr charmant gefunden, wie es auf deiner Homepage steht, Antidiätologin, und möchtest eben Frauen dazu ermuntern, Frieden mit dem Essen und ihrem Körper zu schließen. Das klingt jetzt für mich fast ein bisschen nach einer Mammutaufgabe. Ja, liebe Daniela, also zum einen, es ist eine große Aufgabe, vor allem, also das eine ist dieser Antidiät-Ansatz an sich, egal jetzt sozusagen, ob, also für welches Geschlecht, weil es ja auch mittlerweile viele Männer gibt, die das betrifft. Und andererseits ist es aber eben sicher gerade für uns Frauen, für weiblich gelesene Personen ein großes, großes Thema, weil wir mit diesem Schönheits- und Schlankheitsdruck einfach nur mal ganz, ganz anders konfrontiert sind, von klein auf. Stimmt, ja. Es ist ja gerade so bei die Wechseljahre, um den positiven Aspekt beizubehalten, ist ja bei vielen Frauen auch so ein bisschen die Zeit, wo sie ein bisschen egoistischer werden oder auch ein bisschen mehr auf sich achten. Also viele Frauen beginnen ja auch dann damit, das erste Mal so richtig auf den Körper zu hören. Also eigentlich lauter gute Voraussetzungen, um sich auch um die Ernährung zu kümmern, oder? Ja, absolut. Also das ist ja auch so in einem der ersten Bücher, die ich so mit über die Wechseljahre irgendwie gelesen habe oder in die Hände bekommen habe. Das war ein Buch aus dem asiatischen Raum und da ist dann auch sind die Wechseljahre als der zweite Frühling betitelt worden. Also so, okay, eben auch so positiv. Es geht jetzt nicht darum, dass es auf einmal bergab geht und wir werden jetzt irgendwie alt und was auch immer, also eher alles Negative, wie es bei uns oft so betitelt wird oder in unseren Köpfen ist, sondern tatsächlich ein Frühling. Es blüht alles auf, eben wie du jetzt richtig sagst, ich kann mir auf einmal wieder Zeit für mich nehmen. Ich stelle mich jetzt auch einmal wirklich so an die erste Stelle und da kann halt dann auch unter anderem die Ernährung etwas sein, wo man auch vielleicht sagt, okay, jetzt sind die Kinder größer, jetzt schaue ich mir wirklich auf das, was ich gerne essen möchte und nicht mehr, dass ich nur das koche, was halt alle essen. Ja. Genau, das ist ja so. Also wenn man, sage ich mal, noch mehr für die Familie da ist und man sich dann gesund ernähren möchte, also so ist mir zum Beispiel oft gegangen, da ist dann der Ehemann, der sagt, wenn nur Gemüse oder was Vegetarisches auf dem Teller kommt, und wo ist das Fleisch? Dann ist das Kind, das sagt, Gemüse, und man müsste eigentlich für jeden sein eigenes Menü kochen. Stimmt, ja, also das höre ich auch immer wieder in meinem Beratungsalltag,
dass natürlich dann oftmals die, eben gerade die Frauen sind halt meistens für die Familienernährung sozusagen zuständig. Mhm. Und die halt natürlich dann sagen, naja, aber, oder eins der obersten Ziele oder eigentlich Anforderungen ist, ich möchte aber nicht dreimal, viermal, fünfmal kochen müssen. Und selbst auch nicht zweimal, wenn ich jetzt sage, ja, eben nein, nur wenn ich nur unter Anführungszeichen für zwei Personen koche oder so. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich eingangs ein bisschen diese plakativen Mythen, die sich so um die Wechseljahre und das Gewicht ranken, erwähnt. Was hast du dem entgegenzusetzen oder wie kannst du Frauen denn Angst nehmen? Ist es tatsächlich so, wenn ich in die Wechseljahre komme, das ist fix, die 10 Kilo kommen auch? Nein, also das einmal ganz vorweggenommen, fix ist gar nichts. Und ich glaube, da dürfen wir als ersten Schritt einmal uns von dem verabschieden, dass es eben nur immer darum geht, was die Waage jetzt anzeigt. Also da können wir auch gleich mal drüber diskutieren, ob wir uns wiegen und wie oft und ob das überhaupt sinnvoll ist. Ja, diskutieren wir da drüber oder wiegen wir uns nicht mehr? Eine Frage, wenn du draufsteigst, wie sehr oder wie viel Macht hat dieses viereckige Ding über dich und über den Verlauf deines Tages? Also ich bin ja jetzt schon auf einem wirklich guten Weg, aber ich gebe zu, wenn ich mich einmal wiege und mittlerweile ist es wirklich selten, dann denke ich mir, na bitte, ich bin voll im grünen Bereich. Und wenn ich aber eine Zahl sehe, die ich nicht erwartet hätte, die mich erschreckt, dann fahre ich sofort in dieses Diätdenken. Genau, das ist, also ich sage das oft plakativ, wir wiegen uns ja gleich in der Früh und das heißt, oftmals hole ich mir ja gleich einmal in der Früh eine Ohrfeige und der Tag ist gelaufen, weil oftmals die Zahl halt oder diese Waage halt nicht die Zahl anzeigt, die ich gern hätte oder sie zeigt vielleicht weniger an, aber trotzdem ist es noch nicht das, was ich mir eigentlich erwartet hätte für das, was ich vielleicht, wie viel Aufwand ich betrieben habe. Ja. Und somit hole ich mir eben schon da so ein bisschen eben, wie gesagt, die Ohrfeige und ganz nebenbei gehören ja Gewichtsschwankungen einfach dazu. Dass wir nicht jeden Tag genau das gleiche Gewicht haben, ist was ganz Normales. Ja. Also, okay, also wir wiegen uns nicht. Genau. Also und eben zu deiner vorherigen Frage sozusagen zurückzukommen. Mhm. Ja, also was ich würde mal sagen, es geht darum, dass wir mal schauen, was können wir für unseren Körper tun und nicht eben sozusagen, was kann ich jetzt dagegen tun, damit ich ja nicht zunehme. Ja. Und da ist ganz wichtig auch zu wissen, was denn in den Wechseljahren vor sich geht, was mein Körper da alles macht und wirklich grandiose, ich sage jetzt mal irgendwie, Abläufe in Gang setzt, die uns zwar jetzt nicht so unbedingt taugen, also eben unter anderem dadurch, dass wir weniger Östrogen produzieren, ist es so, dass unser Körper sagt, oh mein Gott, ich schicke irgendwie die Info an die Eierstöcke, dass die Östrogen produzieren, die tun das aber nicht. Jetzt können wir in unseren Fettzellen auch einen kleinen Prozentsatz sozusagen an Östrogen produzieren. Das heißt, unser Körper ist so ein schlaues Kerlchen und sagt, na gut, dann legen wir einfach ein paar mehr Fettzellen an. Und das ist leider oftmals dann um den Bauch. Aber ich kann mir damit helfen und ich kann dieses Ungleichgewicht ausgleichen. Also eigentlich eine super Sache. Wir wollen es halt nicht, weil das halt nicht das ist, was eben gerade eine Gewichtszunahme rund um den Bauch. Und das sind so Dinge, wenn ich das auch mal ein bisschen dahinter eben komme, was da auch alles vor sich geht. Ja. Und dass es halt auch so ist, dass es nicht unbedingt eine Gewichtszunahme ist, sondern oftmals eben eine Umverteilung unserer Fettanlagerungen, sage ich jetzt mal, oder einfach unserer Fettmasse. Ja. Und dann ist eben auch zu schauen, eben, du hast das eingangs gesagt, zu so diese 500 Kalorien täglich weniger. Also ich finde das furchtbar, so einfach aus dem Nichts heraus einmal jemanden 500 Kalorien zu streichen, wenn ich noch gar nicht weiß, was die Frau überhaupt täglich isst. Und leider sehe ich das immer wieder, und das ist Alltag, dass wir oftmals nicht einmal genug essen. Ja, dass dann Frauen vor mir sitzen, die eben, also ich bin grundsätzlich kein Freund von oder keine Freundin von Kalorien, aber halt die dann wirklich, weiß ich nicht, wenn es gut geht, zwei Mahlzeiten hat, Kohlenhydrate wegstreicht, fast kein Eiweiß mehr isst, Schokolade und Co. sowieso nicht. Und dann, wo soll der Körper dann nur Energie hernehmen? Und der dann nur zu sagen, so und jetzt streichen wir nur einmal 500 Kalorien, ist Wahnsinn, ja. Aber es ist ja eben gerade das Problem. Also sei es jetzt, dass man nur mehr zwischen
ich glaube, zwischen 16 und 8 Uhr darf ich gar nicht essen. Ich darf nur alle 5 Stunden essen. Ich darf überhaupt gar keine Kohlenhydrate am Abend essen. Obst kann ich essen, aber bitte nicht zu viel und schon gar nicht nach 14 Uhr. Und Bananen, um Gottes Willen. Also es gibt so viele Informationen, wo ich immer oft denke, okay, ich weiß schon nicht mehr, was ich dann eigentlich essen darf. Und glaube natürlich auch ganz wichtig, dass man sich wirklich einmal bewusst macht, hey, jeder Körper tickt anders. Absolut. Danke für diesen Satz. Also jede von uns ist einzigartig und individuell. Das heißt, selbst wenn wir zwar genau dasselbe essen würden, werden unsere Körper das auch anders aufnehmen und verstoffwechseln und anders damit umgehen. Also das ist das eine mal. Und das andere ist natürlich auch eben diese ganzen, was du jetzt auch angesprochen hast, so diese ganzen Empfehlungen und Tipps und Tricks und Sonstiges. Ich bin ganz bei dir, dass man sich da irgendwann nicht mehr auskennt, ja. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, die Diätindustrie ist halt eine, also wirklich große Industrie, die einfach viel Geld macht. Und wenn man einfach mal überlegt, würden wir morgen aufwachen und sagen, so wie ich bin, bin ich okay, und nichts mehr an uns herumdoktern wollen, ja, dann hätte ja eine Riesenindustrie auf einmal keine Einnahmequelle mehr. Ist was sehr Wahres dran, ja, natürlich. Also das vielleicht einmal so im Hinterkopf behalten, ja. Natürlich nimmt man das jetzt noch nicht, diesen Irrgarten irgendwo vielleicht, den ich habe in meinem Kopf mit, wie kann ich mich ernähren. Aber ich glaube, da ist es einmal ganz, ganz wichtig, zurückzukommen und eben zu sagen, nicht immer nur von was streiche ich und was lasse ich weg und was verbiete ich mir, sondern wirklich eben da zurückkommen und sagen, Essen ist ja Nahrung, ist ja Energie für unseren Körper. Also wie kann ich mich nähren? Ja? Und ganz ehrlich, wir alle haben ein Handy, wir gehen ja auch nicht mit einem leeren Akku aus dem Haus. Aber warum, du hast das vorher angesprochen, eben zum Beispiel intermittierendes Fasten, dass ich aus dem Haus gehe, Leistung von meinem Körper verlange, aber noch nicht einmal was gefrühstückt habe. Und oft viele, viele Frauen essen es erst einmal mittags oder so. Also das ist so, ich gehe aus dem Haus mit einem, weiß ich nicht, 10% Akku, würde wahrscheinlich keine von uns machen. Ja? Und da wirklich einmal herzugehen und zu sagen, was kann ich eben Gutes für meinen Körper tun? Und wie schaut halt eben eine Mahlzeit aus? Was braucht mein Körper? Wie kann ich ihn da wirklich auch gut unterstützen? Und nicht nur in den Wechseljahren, aber da natürlich dann besonders. Ja. Es ist ja irgendwie witzig, wo du das jetzt sagst, mit dem Akku nur 10%. Also ich bin zum Beispiel eher vom Typ her, aufstehen und frühstücken, das passt für mich einfach nicht. Ja. Also ich stehe sehr bald unter der Woche auf und frühstücke dann meistens oft auch erst 3 Stunden später. Also ich rede von 4.50 Uhr in der Früh aufzustehen. Ja. Und ich habe da eben meine Routine, ich gehe spazieren, dann mache ich Yoga, dann wecke ich meine Familie und dann, wenn ich fürs Kind die Jause herrichte, selbst da habe ich noch nicht den Drang, etwas zu essen. Also ich habe schlichtweg keinen Hunger und esse dann eigentlich das erste Mal im Büro meistens. Und das ist ganz unterschiedlich, das kann 8 sein, das kann 9 sein, das kann aber auch 10 Uhr sein. Ja? Wo ich mich auch ganz lang gestresst habe, wo es eben heißt, in der Früh, Frühstück ist so wichtig, eben dieses alte Sprichwort, dass man Frühstück wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, glaube ich, und am Abend dann wieder Bettelmann. Das fällt mir tatsächlich unter der Woche sehr, 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 sehr schwer. Beziehungsweise erlaube ich mir mittlerweile, auf meinen Körper zu hören. Ist eine gute Sache. Ich sage, es gibt da 2 Aspekte. Ja, wenn du 5 Uhr in der Früh aufstehst, kann ich verstehen, dass man da nicht unbedingt sagt, juhu, jetzt sofort muss ich mir irgendwie was, möchte sofort was essen. Deshalb ist es ja in Ordnung, wenn du dann sagst, eben, ich hab dann erst vielleicht gegen 8 oder 9, verspüre ich auch dieses Hungergefühl, wenn ich die Verbindung zu meinem Körper habe und auch sage, okay, ja, da schickt er mir jetzt die Signale. Ja. Was aber die Sache oftmals ist, dass wir ja aus verschiedensten Gründen nicht frühstücken, weil wir uns keine Zeit nehmen. Das ist jetzt gerade ganz gut gesagt. Also ich habe mal eine Klientin gehabt, die gesagt hat, na und dann mache ich den Kindern ein Frühstück, weil ohne Frühstück gingen wir die nicht aus dem Haus. Und ich habe gesagt, und wie ist das mit deinem Frühstück?
Und dann hat sie mir mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, oh, okay. Also eben, wir schicken dann die Kinder, das geht nicht ohne Frühstück, aber wir gehen ohne Frühstück aus dem Haus. Ja, also auch da einmal zu schauen, eben, einmal auf mich zu schauen. Und dann eben, also das eine eben, die Zeit ist manchmal ein Faktor und eben auch, dass wir es uns manchmal aber auch nicht eben erlauben, weil wir glauben, wenn wir Kalorien einsparen und da schickt sie halt vielleicht gerade das Frühstück auch ganz gut und da gleich so eine Side-Info, Kaffee alleine ist kein Frühstück. Also das ist auch dann die Sache, was ich immer wieder höre. Aber eben, und dann erlauben es wir uns ja gar nicht. Also wir unterdrücken den Hunger. Mhm. Das heißt, es ist in Ordnung, nur was eben, wenn du jetzt sagst, du stehst um 5 auf und hättest dann der erste Mahlzeit um 12. Einfach, wenn du mal überlegst, eben, wenn wir wieder an den Akku denken. Na, das ist... Das sind einfach 7 Stunden, wo du Leistung verlangst, aber deinem Körper keinerlei Energie zuführst. Was ich oft ein bisschen schwierig finde, also sagen wir so, in der Theorie, glaube ich, wissen es ganz viele Frauen, ich allen voran, wie es denn funktionieren würde. Mhm. Ich verstehe auch und ich feiere sehr diesen Aspekt mit Ernährung und Nahrung als wirklich als etwas Nährendes, eben kraftgebend für den Körper zu sehen. Das geht ja so in die Richtung ein bisschen intuitives Essen und so weiter. Auch, ja. Aber ich habe das Problem, ich esse einfach in Gesellschaft wahnsinnig gerne. Mhm. Ich triff mich einfach gern auf Kaffee und ja, auch Kuchen dazu. Absolut. Oder ich habe oft keinen Hunger, aber eben diesen Guster. Also Ernährung jetzt nur als etwas Nahrhaftes und als Tankstelle für den Körper zu sehen, ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Absolut. Kann ich absolut verstehen. Und da ist genau das dahinter, dass wir eben dieses Essen nicht nur als Nährstoffaufnahme sehen dürfen oder als Energieaufnahme, sondern Essen ist ja so viel mehr. Essen ist ja was Soziales, was Kulturelles, was Traditionelles, was Emotionales. Also einfach, wenn ich dran denke, du hast jetzt gerade gesagt, Kaffee und Kuchen zum Beispiel, ja, und dann, da geht für mich sofort irgendwie so, was ist mein Lieblingskuchen und wie schmeckt der und was habe ich da für Freude und für einen Genuss und vielleicht auch für ein Lustgefühl, wenn ich den esse, ja. Also, da gehört ja auch was dazu, ja. Und dann nur unter Anführungszeichen zu sagen, ja, da geht's nur eben rein um Kalorienaufnahme oder eben dieses nur rein Energieaufnahme und Nährstoffaufnahme, ist für mich eben auch einfach zu wenig, ja. Und das darf man eben auch gar nicht, also da müssen wir das auch schon mal allein bedenken. Mhm. Und da dann eben, weil du das jetzt angesprochen hast, dann esse ich halt auch aus Gusto. Ja, eh. Aber halt vielleicht auch mal eben das dahinter zu schauen, eben die Körpersignale kennenzulernen und wirklich auch zu sagen, ja, ich habe jetzt eigentlich keinen Hunger, weil ich habe gerade gegessen, also mein Mittagessen, mein Frühstück, aber das Keks da schaut jetzt so gut aus und ich mag das jetzt wirklich, ja. Oder also wirklich auch so dahinter und sich auch die Erlaubnis zu geben, das zu machen. Und das ist mir auch noch was, weil du das intuitive Essen angesprochen hast, was ganz Wichtiges. Da geht's nicht nur darum, zu essen, wenn du hungrig bist und aufzuhören, wenn du satt bist, sondern intuitives Essen ist ja ganz viel mehr. Aber dass ich eben das erkennen kann, wann habe ich Hunger und wann bin ich satt, und dann trotzdem kann ich aber sagen, der Grissschmarrn ist so gut, ich bin jetzt satt. Das ist eins meiner Lieblingsgerichte. Aber ich bin jetzt satt, aber ich möchte den jetzt noch weiter essen, aber im vollen Bewusstsein, ja. Und nicht, weil ich glaube, okay, das ist jetzt eine Sünde und den kriege ich jetzt ausnahmsweise, weil das ist ja eine Süßspeise und da ist vielleicht nur ein Staubzucker drauf und den darf ich jetzt nur ausnahmsweise essen und dann verbiete ich mir eh wieder 3 Monate. Ja. Also wenn ich dazu höre, es ist einfach dieses weitere große Thema Achtsamkeit, oder? Auch, genau, ja. Aber auch wenn ich achtsam jetzt 3 Kuchen esse, ist es einfach zu viel, oder um den Bogen wieder zu spannen zu den Wechseljahren, es ändert sich ja eben trotzdem was bei jedem, eben schon wie du gesagt hast, mit dem Östrogen und so weiter, das speichert sich einfach ab. Was sind denn so die Dinge, auf die ich in den Wechseljahren eben in puncto Ernährung einfach vielleicht ein bisschen mehr achten sollte? Also das eine, was man eben, ich habe es vorher angesprochen, so das Östrogen wird weniger, also wir dürfen mal dahinter blicken, was sich alles verändert. Ja, also dadurch, dass auch unser Progesteron ja sinkt, und das Progesteron ist unser Entspannungshormon, unser Hormon, das auch für die
Entwässerung im Körper zuständig ist. Das heißt... Mhm. Ganz kurz, Entschuldigung Katharina, genau, Progesteron und Östrogen, wenn du mir da noch ganz kurz für alle Hörerinnen quasi 2-3 Sätze dazu erklärst. Also das sind unsere unter anderem Sexualhormone, die wir eben in unserem Körper produzieren, die wichtig sind für unseren Zyklus an sich. Mhm. Östrogen, so ganz plakativ jetzt gesprochen, Östrogen in der ersten Zyklushälfte, Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Ja. Und eben in den Wechseljahren beginnen wir dann, dass es eben das Progesteron langsam sinkt und das Östrogen hat so wellenartige, also einmal sinkt es, einmal steigt es, das ist nicht so wirklich linear in dem Sinn, ja. Und dadurch kommt es eben auch zu den verschiedensten Symptomen, dass meine Blutungen stärker werden können, schwächer werden können, dass ich eben nicht mehr so gut schlafe. Da hat auch das Progesteron einen gewissen Anteil, weil ich mich nicht mehr so entspannen kann. Das heißt, ich schlafe auch nicht mehr so gut. Und eben einige andere Symptome, die halt genau mit diesen Fluktuationen von Östrogen und Progesteron zusammenspielen. Aber eben dieses Progesteron, wenn ich wieder schaue, eben ich schlafe jetzt nicht so gut. Im Schlaf produzieren wir oder eben sinkt unser Hungerhormon und steigt unser Sättigungshormon. So, wenn ich jetzt nicht so qualitativ gut schlafe oder tief schlafe und auch einfach dadurch kürzer schlafe, kann ich A, nicht so viel Energie tanken in der Nacht, wie es notwendig wäre, und B, ist eben dieses Spiel von Hungerhormon runter und Sättigungshormon rauf A, nicht so effektiv und somit werde ich wach und bin eben vielleicht eher hungrig, weil das Hungerhormon höher ist und das Sättigungshormon niedriger. Das heißt, wenn wir dann nicht so gut geschlafen haben, vielleicht dann noch Hitzewallungen gehabt haben und, dann eben bin ich auch schon mal nicht so entspannt, wenn ich aufwache. Aber natürlich kann es dann auch sein, eben ich habe nicht so lange geschlafen, das heißt, ich habe nicht so viel Energie getankt, dann ist es so, wenn ich dann in der Früh am Weg in die Arbeit beim Bäcker vorbeigehe, und dann kann es sein, dass diese Topfengulatschen förmlich nach mir schreit, ja, weil mein Körper einfach sagt, ich brauche Energie, ich habe es in der Nacht nicht bekommen. Also da zu wissen, auch eben dem Körper eben ausreichend Essen zu geben. Und wenn ich weiß, es war eben nicht so eine tolle Nacht, dass ich dann sage, okay, ich gebe ihm vielleicht, in deinem Fall zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich gebe dir vielleicht um 8 in der Früh schon eine halbe Banane oder eine ganze Banane und esse dann um 10 noch einmal mein eigentliches Frühstück oder um 9 selbst. Ja. Also, dass ich da einfach meinen Körper entsprechend gebe, weil ja dann auch die Tendenz vielleicht nicht so da ist, dass ich später auf die Schokolade oder Chips oder sonst was zurückgreife. Was nicht heißt, dass ich das nicht darf, aber dann kommt ja das schlechte Gewissen oft wieder. Auf was wir unbedingt schauen können, ist sowas wie ausreichend Ballaststoffzufuhr. Ja, dass wir auch unsere Darmgesundheit, also unseren Darm einfach gut unterstützen. Dass ich eben auf regelmäßige, sättigende Mahlzeiten schaue. Ja? Und das heißt eben dann auch wirklich, dass ich mein Eiweiß dabei habe, dass ich ein Gemüse dabei habe, dass ich aber auch genauso die Kohlenhydrate dabei habe. Ja? Und das kann sein, dass ich nicht nur 3 Mahlzeiten am Tag brauche, sondern dass ich sage, na, ich brauche 4 oder vielleicht heute 5. Ja? Und das sind ja dann nicht richtige Mahlzeiten, ist jetzt auch wieder ein falsches Wort, aber eben jetzt nicht eine Hauptmahlzeit in dem Sinn sein, sondern dass ich halt auch schaue, okay, wie kann ich mich eben gut unterstützen? Ja? Oder wenn ich weiß, ich tue Mittagessen um 12 und Abendessen erst um 7, ja, dann ist das eine lange Spanne, wenn ich da dazwischen wirklich nichts isse. Ja? Gibt es Lebensmittel, die besonders Östrogen- und Progesteron-freundlich sind? Ich weiß, worauf du ansprichst. Ja, es gibt die sogenannten Phytoöstrogene, die halt dem körpereigenen Östrogen ähnlich sind. Und die können wir zu uns nehmen, um eben den Körper so ein bisschen eben mit dieser Östrogenwirkung zu unterstützen. Ja. Kann vor allem bei Hitzewallungen unterstützend sein, kommt aber immer darauf an, wie stark ich es auch habe. Ja? Und da würde darunter fallen zum Beispiel sowas wie Leinsamen, wie Sojaprodukte, aber eben auch grundsätzlich, dass ich sage, auf Hülsenfrüchte zu achten oder auch Beeren zu essen und so weiter. Oder eben einfach zu schauen, wenn ich das in meine Ernährung auch einbaue, dass ich damit den Körper eben, weil sie östrogenähnliche Wirkung haben, unterstützen kann. Ja. Und das ist wurscht, ob zum Frühstück, zum Mittag oder zu Abend? Das ist, ja, ich würde jetzt einmal sagen, so wie man es einsetzen kann. Also gerade jetzt vielleicht ein Sojaprodukt, also es ist vielleicht ein Sojajoghurt oder Sojadrink. Aber einen Tofu kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Oder
ja, kommt nicht darauf an, ob ich bekannt oder süß frühstücke. Weiß ich nicht, ob man den jetzt unbedingt in der Früh schon einsetzen würde, aber ich sage jetzt mal sowas wie Leinsamen, wie Sonnenblumenkerne, wie Sesam, kann ich, wenn ich ein Müsli zum Beispiel habe, kann ich relativ leichter einsetzen. Oder wenn ich eben sage, okay, selbst wenn ich irgendwie ein Weckerl vielleicht habe, dann kann ich da zum Beispiel so einen Sesam vielleicht auch noch reinstreuen oder so. Ja. Okay, aber sonst eben, also gerade so Sesam, Leinsamen kann ich irrsinnig leicht in eine Suppe rein dazu geben, in einen Salat, in irgendein, ja, vielleicht bei einem Aufstrich auch dazu tun und so weiter und eben auch in sowas wie Müsli und Porridge und so. Also da kann ich immer wieder relativ leicht tun, ja. Katharina, in deiner Funktion als Ernährungsberaterin, du hast ja auch Klientinnen, eben die in den Wechseljahren sind, die eben, glaube ich, ähnliche Ängste haben, wie wir sie jetzt besprochen haben. Wie gelingt es dir denn, den Frauen die Angst vor den Wechseljahren und eben das leidige Thema Gewicht zu nehmen? Ja, also ich glaube, das ist etwas, was in meiner diätologischen Praxis eben immer wieder der Fall ist, dass eben dieses Gewicht so das große Thema ist und eben dieses, weil wir halt oft damit konfrontiert sind, ja, wenn du jetzt in die Wechseljahre kommst, dann nimmst du sicher zu. Und ich glaube, da ist es einmal wichtig, oder das ist halt das, was ich dann auch mache. Erstens finde ich es einmal gut, wenn sie die Frauen auch eben Rat von einer Diätologin holen und nicht von, ich sage jetzt mal, irgendwo, und sie da die Unterstützung holen, weil sie mal sehr individuelle Arbeit sein kann oder ist. Mhm. Und ja, gerade dieses Körperthema, ich verstehe es, dass die Gewichtssorgen da sind, aber es ist einmal wichtig, die, ich sage jetzt mal sozusagen, nach hinten zu stellen, ja, weil es ist so, wie wenn wir immer mit der Karotte vor unserer Nase halt mit dem Wunschgewicht sozusagen, diese Zahl, die pendelt halt wie die Karotte vor unserer Nase, ja. Und da kann ich mir dann auf nichts anderes mehr konzentrieren, ja. Da wird's mir gerade mit unserem Diätgedanken, die wir halt von klein auf irgendwie mitbekommen haben, wird's mir schwer fallen, wenn ich sag, eben, ist ausgewogene und sättigende regelmäßige Mahlzeiten, wenn du das bisher nicht gemacht hast, dann fällt's einfach einmal schwer, wenn eben diese Karotte vor mir herum baumelt sozusagen, ja. Dieser Wunsch nach Gewichtsabnahme darf da sein, aber dass man den einmal wirklich sozusagen nach hinten stellt, ja, und schaut eben, was kann ich denn sonst noch mal alles tun? Eben, wie kann ich meinen Körper gut unterstützen? Und das ist halt oftmals ein großes Umdenken, ja, weil, und das ist etwas, halt so ein Feedback, was ich oftmals dann von meinen Klientinnen bekomme, dass ich ihnen keine Verbote auferlege, was sie eben, oder keine Listen mitgebe, X, Y und ja, Z. Aber das wäre so viel einfacher manchmal, oder? Ja. Also ich bin zum Beispiel der volle Listentyp. Genau, ja? Genau. Das ist natürlich einfacher. Nur das Thema ist halt, ich tue mir halt schwer, ich jetzt zu wissen, was du am Mittwoch, am Donnerstag oder am Freitag essen willst, wie du dazukommst. Ja, und ja. Dann ist es ja wiederum nur ein, ich stülpe dir etwas über. Total kurzsichtig, natürlich. Genau. Und wo bleibt dann nämlich auch der Genuss? Und das ist ja eher dann, also absolut. Mir ist es wichtig, dass ich meinen Klientinnen das so mitgebe, dass sie das lernen, eben gut auf sich und ihren Essalltag zu schauen, dass sie mich irgendwann nimmer brauchen. Weil ich will ja nicht dir ewig bis, was Gott wann, einen Ernährungsplan schreiben müssen. Ja? Katharina, ich darf es verraten, du bist 41? Ja. Sind bei dir die Wechseljahre schon Thema? Jein. Also ich habe ganz normal meinen Zyklus, was ist normal? Gell? Nein, aber ich habe meinen Zyklus regelmäßig. Ich habe grundsätzlich, ja, es wird wahrscheinlich ein Thema sein, weil es ja so mit Ende 30, Anfang 40 so leichte eben Umstellungen bereits gibt. Natürlich, wenn man sich mit dem Thema so viel auseinandersetzt, wie ich es tue, dann wird man einfach bei jedem, weiß ich nicht, bei jedem Mal, wo ein heiß wird oder wo man vielleicht in der Nacht einmal nicht so gut schläft, denkt man sich, das sind jetzt die Wechseljahre. Ja, also oder, weiß ich nicht, wenn ich einmal in der Nacht zweimal aufstehe aufs Klo, dann denke ich mir vielleicht im ersten Moment so, oh mein Gott, im nächsten erinnere ich mich daran, dass ich vielleicht gestern zu viel getrunken habe. Ja. Also nein, es ist sicher ein Thema, aber ich habe noch keine Symptome in dem Sinn, die wirklich in die Richtung gehen würden. Ich möchte abschließend ganz gern zu so einem kurzen Word-Rap einladen, in dem ich Sätze beginne und dass du dir bitte dann vervollständigst. Ja. Die Wechseljahre bedeuten für mich eine wundervolle Zeit der Veränderung.
jetzt kannst du noch nicht so wirklich mitreden, aber trotzdem meine Superkraft der Wechseljahre? Auf meinen Körper zu hören und mir was Gutes zu tun. Und abschließend, der größte Mythos der Wechseljahre ist? Dass wir 500 Kalorien pro Tag aus unserem, aus unserer Ernährung streichen müssen. Jetzt heißt ja der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mhm. Drum, Katharina, würde ich dich gerne fragen, was macht dich eigentlich glücklich? Das ist eine gute Frage. Was macht mich glücklich? Ich habe das Glück, eine Minute von der Donau entfernt zu wohnen. Das heißt, Okay. Das ist etwas, mich anzuziehen. Du bist in Niederösterreich zu Hause, oder? Genau. Und habe irgendwie gesagt, also ich gehe zu Fuß eine Minute zur Donau. Und ich kann nur, also das ist etwas, was mir dieser Anblick, egal wie das Wetter ist, macht mir einfach glücklich. Also Natur an sich. Aber auch, ja, meine Familie zu wissen, dass die gesund sind. Ich bin sehr viel gereist und auch das, also so andere Länder und Kulturen kennenzulernen und Menschen kennenzulernen, ist auch etwas, was mich total glücklich macht und bereichert. Ja. Schön. Katharina, zum Abschluss noch ganz kurz. Wie können Frauen mit dir arbeiten? Wie schaut die Arbeit eigentlich mit dir aus? Wie erreichen sie dich? Also ich verlinke sämtliche Instagram-Accounts, Facebook und Homepages nachher noch in den Shownotes. Ja. Aber ganz kurz, wenn es uns das umreißt, bitte. Genau. Also aktuell ist es so, dass ich eben im 1:1 mit den Frauen arbeite, dass man sie bei mir meldet und wir uns dann die Zusammenarbeit ausmachen. Es ist so, dass ich zu 99% eher ein Coaching-Paket in dem Sinn verkaufe, einfach weil es ja darum geht, dass wir langfristig etwas verändern. Und das ist halt meistens nur mit einer Beratung nicht unbedingt getan. Ist aber so, dass wir die erste Beratung machen und dann einfach schauen, wie es weitergeht. Und was ich verraten kann, ist, dass es dieses Jahr, also im ersten Halbjahr noch, ein Online-Programm dazu geben wird, was man sie dann eben entsprechend kaufen kann und wo es da einfach eben, weil ich mit diesen ganzen Mythen aufräumen will, wie was man nicht alles weglassen muss und wie man sie da durch die Wechseljahre quälen soll, sondern dass es wirklich eben wundervolle Wechseljahre werden und eben auch von der Ernährungsseite her. Genau. Ja, voll super, dass sie einfach auch immer mehr um dieses Thema annehmen. Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da so laut, so bunt und so verschieden wie möglich darüber, aber auf jeden Fall positiv darüber zu sprechen. Genau, und vor allem das vielleicht nur zu meiner Arbeit auch eben, ich habe das ja vorher auch schon gesagt, dass ganz viel halt auch damit zu tun hat, sich mit dem eigenen Körper halt auseinanderzusetzen, also mit dieser Körperakzeptanz, weil ich darf meinen Körper mehr akzeptieren und ihn dann auch respektvoll behandeln. Und das ist halt auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch an dem Arme arbeiten. Wie sehe ich mich selbst eigentlich und wie nehme ich mich da wahr? Ja. Voll gut, super. Katharina, ich sage vielen, vielen Dank für das sehr nette und informative Gespräch und danke für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch für das tolle Gespräch und die tollen Fragen. Ja, ich hoffe, dass auch du dir aus der heutigen Folge mit Katharina Kühtreiber einiges mitnehmen hast können. Und ich würde mich freuen, wenn du mich wissen lässt, wie es dir so taugt hat. Das kannst ganz einfach mit einer Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer du diesen Podcast hörst. Oder du schickst mir dein Feedback an daniela@menomio.at und du kannst mir auch gerne Themen vorschlagen, die du eben bei Menomio gerne hören möchtest. Die nächste Folge gibt es heute in 14 Tagen, also das ist dann der 17. Februar. Thema werden die Hormone sein. Und Hormoncoach Stefanie Ruib ist im Podcast zu Gast. Gut, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr recht viel mehr zu sagen, außer nochmal vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht aufs Glücklichsein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.